Bin mir tatsächlich nicht sicher. Ja, ist ja gut, ey Leute, das machen wir jetzt auch. So, die Lohe war hier oben irgendwo, ne? Ja. Hey. Hallo? Okay. Die macht richtig Schaden. Ich muss diese Lohe hier auch nicht loswerden. Zum Verarschen? Geht nicht. Aber okay, das ist ja auch nicht da, wo ich eigentlich. Okay. Hm. Aber wo? Ich muss die Luft in die Luft jagen. Fahrlich zuliebe. Hä? Altes Fass. Bin ich einfach nur blind oder sehe ich es nur nicht? Ich muss nur auf die Lohe schießen, sie in die Luft jagen. Ich sehe keine Lohe, auf die ich schießen könnte. Hä? Ich muss nur auf die Lohe schießen, sie in die Luft jagen. Ja? Wo ist sie denn? Zugbrückensteuerung. Okay. Lohe. Nur einen kurzen Blick von der Karja-Grenze. Hier ist genug, um halb Fahrlicht auszulöschen. Es sei denn, ich jag sie hoch. Ich muss die Lohe in die Luft jagen. Fahrlicht zuliebe. Ein Gefangener. Osaram, glaube ich. Ah, okay, man kann es aufbrechen. Ich helfe dir. Und mir nach. Und mir nach. Ich muss jede Lohe, die herumliegt, loswerden. Hoffentlich verschwinden die Rebellen jetzt von hier. Ich kann mich um den Rest kümmern. Na, los geht's. So oder so, meine Aufgabe hier ist erledigt. Wer bist du? Gut. Ich bin nur etwas aus der Puste. Okay, toll, schön, gut. Ein bisschen weiter unten hatte ich noch irgendwo einen Tunnel gesehen. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt auch wieder. Ich glaube, das war hier irgendwo. Der nicht, der daneben. Ja, genau, hier rein. Ah, okay, das. Erfrischend, schätze ich. Bringt mich also nur hier raus. Okay. Da hätte ich vorhin auch reingekonnt. Na gut, man muss es halt vorher wissen, ne? Super. Das heißt, dieses Rebellenlager ist Geschichte. Ort des Todes. Ah, das ist doch der. Das ist doch so ein. Sieht aus wie ein Terraforming-Systemteil.
Naja, also von nichts kommt ja nichts, ne? Oh, warte mal. Dementsprechend könnte ich mal gucken, ob ich da runter. Runterkomme. Ich mache eine Schnellreise. Wir sehen uns gleich wieder. Gleich. So, da ist er wieder. Weiter geht's. Wir müssen in die nach unten gerichtet, also da lang. Hier längs. Okay, das war jetzt nicht so geplant, wie das ausgeführt wurde, aber. Was für Kaninchen? Hoppeln hier einfach in der Gegend rum. Sie werden weiterziehen. Ich muss nur ruhig bleiben. Oh wow, Alter, sieht das krank aus. Koordinaten scheinen zu diesem Wrack zu passen. Hat er Hades auf noch einem Titan installiert? Scheint aber nicht so zu sein, als wenn es hier irgendwie. Knappmäuler gibt oder sowas. Viel zu entdecken hier unten. Mal sehen, was ich finde. Vermutlich erstmal gar nichts, weil ich mit ohne diese. Diese Tauchermaske nicht sonderlich weit komme. Hier ist es. Laut den Koordinaten, die ich vom Turm aus gescannt habe. Eine Werkstatt unter einem toten Horus-Titan. Genau der Ort, an den Silence sich verkrümeln würde. Nicht jetzt. Aber was hat er hier gemacht? So beengt hier drin. Kein Platz zum Nachdenken.
man kann nicht mal sprechen. Die Prozessorkugel eines Titanen auf der anderen Seite, na, das kennst du ja. Sobald ich dich da draufgeladen habe, hast du es viel bequemer. Zumindest bis zu den Verhören. Der glaubt auch, der kann ihn irgendwie zu irgendwas zwingen, ne? Eine Art Protokoll. Das meiste ist zensiert. Aber anscheinend hat Silence dran gearbeitet, dass Hades redet. Tag 1. Trotz meiner Zweifel wegen der fehlenden Kopplungen ließ sich Hades relativ einfach auf der separaten Prozessorkugel installieren. Das Testobjekt scheint bei vollem Bewusstsein zu sein und vollkommen hilflos. Und trotzdem, es wird seine Inhalte nicht freiwillig preisgeben. Demnach werde ich ein wenig experimentieren. Tag 2. Meine ersten Versuche zwang auszuüben sind fehlgeschlagen, aber Geduld ist angebracht. Es hat ein Bewusstsein, also kann es leiden. Man braucht nur die richtige Stimulation mit der richtigen Intensität. Okay, von Tag 2 auf Tag 5. Erfolg. Die Ironie ist köstlich. Mehrere Formen von Daten haben im Testobjekt Unbehagen ausgelöst, aber nicht so sehr wie natürliche Bilder. Okay. Holographische Darstellungen von Pflanzen und Tieren funktionieren am besten. Je lebhafter, desto besser. Die Wirkung scheint schmerzhaft zu sein. Insbesondere ein Loop. Kaninchen, die über eine Blumenwiese hoppeln, löste wahre Todesqualen aus. Ich glaube, dass das Testobjekt sehr bald gefügig sein wird. Tag 6. Ich habe einige faszinierende technische Details über Gaias Datenstruktur extrahiert. Insbesondere darüber, wie ihre heuristische Matrix mit ihren Unterfunktionen verflochten war. Doch je mehr ich über die beabsichtigte Arbeitsweise des Systems erfahre und insbesondere über Hades' relativ einfache Rolle als Vernichtungsabsicherung, desto mehr wundere ich mich über das Signal, das es beschädigt hat. Was hat eine untergeordnete Maschinenintelligenz in eine vollständige, bewusstseinsfähige Supereinheit verwandelt, die zu strategischer Planung Hinterlist und sogar genozidfähig ist? Vielleicht eine bisher unbekannte Pharo-Software? Aber ich sehe nicht, wie eine solche Technologie fortschrittlich genug gewesen sein könnte. Es sei denn, nach der Zerstörung der Biosphäre wurden noch weitere technische Entdeckungen gemacht, vielleicht von Überlebenden im Elysium? Das scheint alles sehr weit hergeholt. Also zurück zur Quelle. Irgendwann wird Hades mir sagen, was ich wissen will. Tag 7. Meine Zwangsversuche scheinen einen hohen Preis zu fordern. Hades digitale Konvulsionen produzieren Feedbackwellen, die seine Datenstruktur beschädigen, und der Effekt beschleunigt sich. Das Verhör nimmt buchstäblich seinen Verstand auseinander, Stück für Stück. Wenn ich mit ihm fertig bin, wird nur wenig übrig sein. Egal, die Daten, die ich extrahiert habe und weiter extrahieren werde, sind jeden Preis wert. Solange ich nur auf alles zugreifen kann, bevor das Testobjekt zu einem elektronischen Äquivalent eines ausgehöhlten Schädels wird. Tag 10. Endlich! Die Offenbarung, nach der ich gesucht habe, hat sich enthüllt. Erstaunlich und erschreckend, selbst für mich. Jetzt hat sich der Samen eines Plans in meinem Kopf gepflanzt. Die nächsten Monate werden meine Fähigkeiten mehr auf die Probe stellen als jede Herausforderung zuvor. Ich muss mein Intellekt fordern, höher greifen und tiefer graben als je zuvor. Ja, ich bin zuversichtlich, dass es vollbracht werden kann. Mit etwas Hilfe natürlich. Tag 12. Meine Arbeit hier ist getan. Ich habe alles erfahren, was möglich war. Hades verdient kein Mitleid, aber er ist tatsächlich in einem bemitleidenswerten Zustand. Es wird Zeit, ihn für seine Verabredung mit dem Schicksal an einen imposanten Ort zu bringen.
Was das anbelangt, Aloy ist bisher weder nach Meridian zurückgekehrt, noch ahnt sie etwas von meiner List. Aber das wird sie. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann wird sich alles fügen. Ja, dann wollen wir mal gucken, was Silence so für eine Scheiße baut. Okay, Warte mal, war das nicht das, was... Okay, das war das. Und jetzt muss ich zu diesem Punkt... Die Frage ist nur, wie komme ich da rein? Das ist pervers, das Teil ist riesengroß. Der Datenpunkt ist noch weiter vor mir, offensichtlich. Geh weiter in die Richtung. Ich würde das wahnsinnig gerne einfach mal in Action sehen, ganz ehrlich. Wieso habe ich nur so eine Richtung, dass da jetzt Schnappmäuler drin rumschwimmen? Ja, keine Chance. Komm hier runter. Weil ich... Muss gar nicht da runter. Das ist einfach ein... Das ist ein Datenpunkt. Der ist gar nicht relevant aktuell. Ich muss offensichtlich da hinten noch was finden. Die Frage ist genau, was muss ich hier finden? Ah, warte mal, Das Gerät blinkt. Ich schätze, Silence will, dass ich es überprüfe. Ah, okay. Aloy, lass diese Nachricht ein Licht sein, das dich aus dem Nebel der Unwissenheit führt. Mit Sprengstoff habe ich die Prozessorkugel vom Titan gelöst. Ein perfekter Käfig für unseren gemeinsamen Freund Hades, mit dem man ihn zur Kooperation bringen kann. Sag ihr, was wir besprochen haben. Mit dem mysteriösen Signal, das dir Leben schenkte. Signal nur für mich gedacht. Signal wurde 17,22 Jahre lang empfangen. Dann Abbruch. Kann nicht kompromittieren. Ja, ja, Neustart. Einheiten werden versagen. Wieder dabei, ja? Vielleicht brauchst du eine Erinnerung an dein Versagen. Du siehst, Aloy, Gaia kann sicher neu gestartet werden. Wo du das Backup findest, tja, da musst du mir wohl folgen, um das herauszufinden. Er meint, er hätte alles im Griff.
Mhm. Tja, mal sehen, wohin die Spur führt. Kann ich hier irgendwie. Nee. Markieren oder sowas hätte ich gerne gemacht. Aber es ist ja eigentlich offensichtlich. So, hier bin ich. Wie ein Trottel hinter Silence her. Nachdem er mich mit seiner Lanze reingelegt hat, um Hades zu stehlen. Eine verrückte KI, die alles töten will. Konnte er sie mich nicht einfach zerstören lassen? Und jetzt bekomme ich noch mehr mit seinem selbstgerechten Mist zu tun. Ich gehe da mal lieber außen rum, glaube ich. Da stellt sich mir die Frage, wie ist der Penner an den Viechern hier vorbeigekommen? Ich muss eine Brutstätte finden, um zu lernen, wie man Maschinen überbrückt. Silence ist sich ziemlich sicher, dass er ein Backup von Gaia gefunden hat. Aber wieso? Überall, wo ich nachgesehen habe, jede Spur, alle Sackgassen, alle Backups gelöscht. Also, was hat Hades ihm gesagt? Wo muss man denn da hinlatschen für das Zeug? Das kann ich auch noch nicht machen. Ein Händler? Hätte nicht erwartet, hier jemanden anzutreffen. Ich könnte Vorräte kaufen. Was macht deine Nora so weit im Westen? Ah, egal, egal. Ich kann dich für die Wildnis ausstatten, falls nötig. Ja, neue Bögen oder so ein Sch... Ach, jawohl. Ein Frostbogen, jawohl. Schmiedefeuer, Stolperfalle, schneidender Häckselhandschuh. Was zur Hölle ist das denn? Vorteilsdetails. Okay. Ich will den Frostbogen haben. Gut, die Stolperfalle nicht unbedingt, wobei die Blitz und Feuer hätte. Eine Kaja-Waffe, die Abrissmunition benutzt, um Gegner aufzuschlitzen. Halte die Waffe vor dem Feuern länger gezogen, um die Dauer des Angriffs zu erhöhen. Mit jedem Fang wird er aufgeladen, was seine Kraft erhöht. Ich check die Waffe nicht, tatsächlich. Nora Wachtposten. Oh ja, die sieht gut aus. Aber ist Minus jetzt gut oder nicht? Ich glaube, die ist anfällig für Säure, ne? Was bräuchte ich für diese lustige Waffe? Sprungschläger-Zirkulator. Wäre das zufällig hier? Plündererradar. Ja, okay, das ist nichts weiter. Ich habe gerade ein sehr effizientes Produkt gekauft. Ich muss bereit sein. Scheißdreck, für diese Kaninchen bin ich nicht bereit. Ja, aber wo hat er die Kacke eigentlich hingeschleift? Ja, toll. Wieder in der Höhle. Der Weg führt anscheinend in die Berge. Eine Werkbank! Kann man Frostbogen aufrüsten? Oh, der geht sogar viermal.
Sehr nice Geschichte. Ich möchte mir das vorher gerne nochmal angucken, weil offensichtlich habe ich eine Rüstung. Ich habe bloß keine Ahnung woher. Was hat die? 17 und 23. Fallenlimit und geschickte Plünderin. Von Mitgliedern der Jägerloge getragen, ist diese protzige Kleidung besonders hilfreich, ahnungslosen Fallen zu stellen. Total toll. Tarnung und Fernkampf. Ich glaube, ich werde das mal lieber anziehen. Und ich werde sie auch upgraden. Weil Tarnung und Fernkampf ist ziemlich geil. Finde ich jetzt gerade. Auch wenn ich die andere mega sexy finde. Aber da gibt es ein schönes Video von Viva la Dötlik. Frauen oder weibliche Rüstungen und männliche Rüstungen. Der Mann kriegt einen Brustpanzer, das ist nur so kracht. Und die Frau kriegt einfach nur einen Ketten-BH. Eine Ruine. Okay. Mal sehen, wo das hinführt. Sinn macht das eher weniger, würde ich behaupten. Ich schätze, Silence hat mit dieser Maschine seine Beute transportiert. Alter, was ist das für ein Teil? Sieht aus wie eine Rhinoceros. Aber wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, offensichtlich da lang. Ist das schon der Kern? Arsch mich doch. Okay, da kann ich nicht rein. Das muss die Kugel sein, in die Silence Hades steckte. Und die Tür. Sieht aus wie eine Pharaoh-Anlage. Oder Zero Dawn? Komm schon, Hades. Bist du noch drin? Das glaube ich kaum. Oh, doch? Sogar so bist du eine Gefahr für Gaia, wenn sie wiederbelebt wurde. Also hast du das Gaia-Backup noch nicht sichergestellt. Dann ist Gaia tot, Erde und du verloren. Trotz Fehlfunktionen, ich habe gewonnen. Ah, jetzt kann man sich manchmal nicht mit dem halt unterhalten. Silence fragte, wo er ein Gaia-Backup finden könnte. Datenfehler, Sprecherstrukturen fallen. Klar, das wäre ja auch zu einfach. Ja, tatsächlich wäre es zu einfach. Was hat Silence dir angetan, Hades? Du wirkst so ausgehöhlt. Silence hat mich befragt. Und was hast du ihm gesagt?